Willkommen zum nächsten Video. In diesem Video geht es um die Attika bzw. um die Abdeckung der Attika. Da werde ich einfach kurz zwei Varianten erklären und wie diese denn aussehen. Also, wir starten wieder mit dem Teilbild. Das heißt, wir gehen auf die 604. Das Erdgeschoss können wir jetzt ruhig mal ausschalten. Das brauchen wir aktuell nicht. Und so eine Aufkantung sieht, ja, wie sieht die aus? Folgendermaßen. Also wenn wir jetzt ein Blech nehmen würden, oder wir gehen jetzt mal auf den Dachaufbau. Ich schneide mal ganz kurz hier diese bestehende Decke nur mal kurz aus. Das heißt, ich packe die mal kurz in den Zwischenspeicher. Das brauchen Sie jetzt nicht mitmachen. Und zwar, wenn wir jetzt hier die nackte Decke und eigentlich, oder was heißt eigentlich, erstmal wird diese abgeschweißt. Ja, das heißt, die Schweißbahn läuft hier drüber einmal, dann bei der Wand hoch und einmal hier noch rüber, also vertikal und horizontal hier einmal hoch. Und wir haben unsere erste Lage der Dampfsperre, ja, also unsere erste Abdichtung an der Stelle. Dann kommt anschließend die Dämmung drauf, ja, also die Gefälledämmung kommt dann drauf und die wird ebenfalls mit einer kaltklebenden, weil ich kann hier schlecht abschweißen, mit einer kaltklebenden nochmal rübergezogen, hoch und dann drüber. Und auf die kaltklebende wird dann draufgeschweißt nochmal eine talkumierte, also eine beschichtete, die jetzt auch dann die letzte Schicht wäre, um auch ja über mechanische Einwirkungen dort einen gewissen Schutz zu bieten. Das wäre jetzt an der Stelle unser Aufbau. Und auf diesen Stein dann kommt dann das Attika-Blech oder halt, wie wir jetzt in unserem Fall, eine Natursteinabdeckung. Und die soll quasi 1 cm rechts und 1 cm links dann drüber schauen. Ja? Wie funktioniert das Ganze? Das heißt, wir nehmen uns dazu einfach nur eine Linie raus. Und ich weiß, wir haben hier 36,5 cm, also 36,5er Stein, plus der Außenputz von 2 bis 3 cm. Das bedeutet, wir nehmen da jetzt mal, klicken einfach mal und sagen die 0,635 plus, wir machen nochmal 4 cm an Naturstein. Wand bzw. Putz. Somit haben wir eine insgesamte Stärke von diesen 40,5. Die ist dann insgesamt ist die 4 cm dick. Wenn man mal 4 cm nach unten, dann geht es hier einmal rüber und nach oben. Somit haben wir ein Rechteck, was jetzt einfach hier 40,5 auf 4 cm definiert wurde. Das Ganze speichern wir jetzt ab im Projektpfad, also in der Bibliothek. Dann Projektpfad, dort unser Schwungsprojekt unter Profile. Hatten wir schon ein Attika-Profil. Erzeugen hier ein neues, über Element einfügen, Symbol einfügen. Dann fragt er uns, was möchten Sie als Symbol halt speichern? Ich sage, das Profil hier. Dann, wo ist der Symbolausgangspunkt? Der ist einfach egal, ist unten rechts meinetwegen. Als einfaches Profil ist unsere... Das ist unsere Natursteinabdeckung. Wir sagen, okay... Dann können wir die wieder rausschmeißen. Jetzt ist es wirklich sehr simpel. Wir gehen einfach auf unsere Profilwand. Das kennen Sie ja schon von der Profilwand, von der Bretterwand unten. Wir laden hier das neue Profil hinein. Eröffnet automatisch die Bibliothek. Falls Sie den Pfad nicht kennen, nochmal einmal kurz zurück. Projektpfad. Dann können wir den Haken setzen für aktives Projekt anzeigen. Da ist unser Projekt. Profilordner und dann ist es hier die Naturstein-Abdeckung. Anschließend müssen wir uns hier noch eine Achse eingeben und zwar dort sagen wir, wir hätten gerne auf der Innenseite nur 1 cm. Also wir verschieben hier quasi nur die Achse um 1 cm, das ist quasi unsere Innenseite an der Stelle. Und wir sagen beim Höhenbezug, da gehen wir auch noch mal kurz rein, beim Höhenbezug müssen wir auch ein bisschen was umstellen und zwar die Unterkante dieses Profils hat einen Bezug zur oberen Ebene, das stimmt. Dort müssen wir einen Abstand definieren und zwar sind das die 22 der Decke plus die 50 der Attika, also die 72. Und hier müssen wir einfach dann bei dem festen Bauteil die Stärke des Profils angeben, 4 cm. Ich könnte auch 8 cm eingeben, also hätte ich noch Einfluss drauf, aber am besten die Stärke des Profils, weil das auch hier angezeigt wird. Also die 4 cm. Ich sage okay, dann das Ganze passt, dann gehen wir in die Materialqualitäten, sagen hier, das ist unser, bei Material, das ist unser Naturstein, Anthrazit,
Das Ganze gehört zum Gewerk Natursteinarbeiten. Was haben wir dort? Genau, Natur- und Betonwerksteinarbeiten, das passt auch. Das Ganze können wir auch auf den Layer Verblendung packen, beziehungsweise wir können mal gucken, was wir noch dort so haben, was passen würde. Wir können das auch reinpacken in Konstruktion. Dort haben wir nichts eigentlich, was Sinn ergibt. Also würde ich sagen, bleiben wir hier auf der Verblendung, AR Verblendung. Layer passt ebenfalls. Die Füllfläche können wir ebenfalls so belassen. Also passt das jetzt. Wir sagen, okay. Dann fahren wir auf die Innenkante, weil wir haben gesagt, dort haben wir den Zentimeter. Wir drehen das Ganze, also Achse drehen. Sehen, jetzt können wir nämlich hier sauber einmal das, diesen Naturstein drum rumzeichnen. Immer sauber den Punkt treffen, dann geht es hier weiter. Auf den Punkt, Klick. Und Sie sehen, wir haben dann dadurch hier auch einen sauberen Verschnitt. An der Stelle muss ich noch sagen, einmal kurz, wenn ich mal ranfahre, Sie sehen, da wird auch der Putz eingepackt. Ja, also wir gehen über den Putz, deswegen der Abstand. Hier haben wir einen Zentimeter und hier sagen wir jetzt einmal mit Rechtsklick Linienbauteil an Linienbauteil, erste Wand und zweite Wand. Und dann ist auch hier sauber auf Gehrung verschnitten und haben hier jetzt unser Attika-Blech. Ups, da ebenfalls noch, da unten. Rechtsklick, Linienbauteil an Linienbauteil, dann haben wir auch dort sauber den Verschnitt und wir sehen, da ist unsere ja, Natursteinabdeckung. Das Ganze machen wir jetzt hier unten ebenfalls, das heißt, da mache ich es recht simpel. Ich könnte jetzt das Ganze, ja, Steuerung C kopieren, aufs andere Teil setzen, aber wir machen das ein bisschen anders. Wir gehen ins erste Obergeschoss und können jetzt hier nämlich passiv diese Wand auswählen, Doppelklick rechts auf diese Wand, müssen in die Höheneinstellung, weil wir dort die Höhe verändern. Und zwar, wir haben gesagt, hier gehen wir auf die Unterkante wieder, ja, und diese Wand ist 1,25 Meter hoch gewesen, inklusive Dämmung, also fangen wir an bei 1,25 Meter, ja, und sind dort 4 cm hoch, also Bezug zur unteren Ebene. So, schauen wir, ob es funktioniert so und so richtig ist. Innenkante, da geht's los. Klick. Das sieht gut aus. Kurze Kontrolle. Jo, das passt. Dann geht's hier rüber. Klick. Ist nicht so schlimm erstmal. Das sieht gut aus. Und das gleiche wollen wir noch. Ups, ich habe es ein bisschen schräg gezeichnet, deswegen kam die Fehlermeldung. Nochmal. Rechtsklick. Innenkante. Und nach rechts schließen. Jetzt kommt noch keine Fehlermeldung. Das sieht doch gut aus. Und das gleiche machen wir oben ebenfalls. Innenkante. Drehen die Achse. Ah, da sehe ich gerade, da passt jetzt die Breite nicht. Also könnte ich jetzt auch hier einfach reinklicken und bei der Dicke quasi sagen, das sind die 0,24 plus der 1 cm auf der Vorderseite plus die 4 cm auf der anderen Seite. Also sind es hier die 29 Klick. Und Sie sehen, auch da passt es dann sauber auf der anderen Seite rein. Gut. Kleines Video zu den Abdeckprofilen. Das gleiche würde auch mit dem Attika-Blech funktionieren. Das heißt, ich müsste einfach nur mein Attika-Blech zeichnen und könnte dort auch über die Variante dann gehen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video.